Ausschnitte aus einem wirklich beeindruckenden Dokumentarfilm, der im Dezember ausgestrahlt werden wird in der ARD. Und zusammengefasst die Aufnahmen zu deinem Pfefferminz-Experiment. Mhm. Ein waghalsiges Abenteuer. Nach 41 Jahren einige der bekanntesten Lieder nochmal in neuem Gewand und den neuen Sound aufleben zu lassen. Aber bevor wir über dieses Experiment reden, nicht nur Josephine Preuß Vater ist ein Fan von dir, sondern auch, habe ich jedenfalls gehört, Martin Rütter sagt, er ist mit dir aufgewachsen. Ich bin wirklich ein echter Groupie. Also, also muss man wirklich sagen, ich habe Marius mindestens 25 Mal live gesehen. Nee. Und habe wirklich, also man kann das kaum erklären. Ich habe ihn mal in Kassel in der Eissporthalle vor Piefenpuffeljahren gesehen. Und ich habe, weil ich mich immer für was passiert auf einer Bühne interessiert habe, habe ich manchmal 4 Konzerte hintereinander mir angeschaut, um zu sehen, ist das so dieses, immer an der gleichen Stelle kommt der Satz, ihr seid die Geilsten und immer. Ne? Und er hatte. Und wie war das? Nee, und es war wirklich krass, weil er an jedem Abend eine andere Art von Energie verströmt hat. Mhm. Und mal unabhängig davon, dass ich mit der Musik aufgewachsen bin und für uns das wirklich das Größte war und Theo gegen den Rest der Welt und Comeback und Goldini und so großartig. Aber diese Kraft, die auf der Bühne ausging, die hat mich so fasziniert und auch heute noch, weil diese Kraft irgendwie so automatisch passiert. Ich hatte nie das Gefühl, dass er darum kämpfen muss, so jetzt gebe ich Gas und jetzt muss ich und so. Der kam einfach immer raus und es war da. Und egal, ob das in der Schalke, im Schalke-Stadion passierte oder in einer kleinen Eissporthalle in Kassel. Und das fand ich wirklich unfassbar. Du bist jetzt kein Schalke-Fan, ne? Nein, nein. Aber der Westmann sagt, an ihn können Sie sich auch nicht erinnern? An ihn können Sie sich auch nicht erinnern? 25 ich war das. Groß, dunkelhaarig, eher klein. Aber du kommst aus dem Pönt. Ja. Woher? Ich bin in Duisburg aufgewachsen. Ah, okay, gut. Und eine Frage noch, was war denn Ihr Lieblingssong von Ihnen? Also natürlich hat man dann als junger Mann mit 18 war ja gesetzt. Auch aus diesem Album, das ja, natürlich. Jetzt nochmal neu eingespielt natürlich. Worden ist. Aber ich fand ihn ja nicht nur als Musiker, sondern ich fand, also Theo gegen den Rest der Welt haben wir geguckt, bis die Kassette leierte. Ja, aber das war im Ruhrgebiet auch für viele Jahre so ein Muss. Kult. Ja, ja. Kult, absolut Kult. Auch heute noch. Marius, warum dieser Entschluss, gerade diese Platte, dieses Album noch mal neu zu vertonen, neu zu interpretieren? Ja, dir ist das, also Gott sei Dank, dir ja nicht bewusst manchmal, dass du etwas auslöst. Und ein Freund von mir sagte zu mir, warum befasst du dich nicht nach 40 Jahren noch mal mit diesem Album? Und über 2/3 des Albums habe ich seitdem nie mehr gehört, auch nie mehr gesungen. Weil du hörst ja deine eigene Musik nicht. Da befasst dich damit, wenn du es aufnimmst. Und dann gibt es ein paar Songs, die singst du auf der Tournee. Aber du sagst, meinst du immer dich. Ja, ne? Und ich habe es mir angehört und habe gedacht, blödsinnige Idee erstmal, weil ich wollte nicht so eine Mokka-Platte machen, wo man einfach sagt, die Kumpels kommen noch mal wie früher und jetzt nehmen wir das noch mal auf, genau wie früher. Das ist sicher sehr kommerziell gedacht, weil dann verkaufst du eine Menge Tickets und sagst, 40 Jahre später. Und jetzt führen wir das noch mal auf. Sondern ich habe gesagt, wie kann man, das Einzige, was du machen kannst, ist einfach ein neues Album zu machen, dich mit diesen Songs wieder vollkommen neu auseinanderzusetzen. Nach 40 Jahren, die du gelebt hast, Erfahrungen, die du gemacht hast als Mensch, als Musiker. Und sie so weit runterzustrippen, einfach zu sehen, das sind die Songs. Was würdest du heutzutage damit machen. Und gab es Songs, die du früher vielleicht nicht so gemocht hast, die du jetzt wiederentdeckt hast und gesagt hast, doch eigentlich ein tolles Lied? Und umgekehrt andere, die du gemocht hast, die dir nicht mehr so wichtig vorkamen? Ja, mit mögen hat das nicht so viel zu tun. Ich hab das Album nie für so bedeutend und richtungsweisend angesehen. Das 78 rausgekommen ist. Ja, ja. Und habe mich dann mit diesen Stücken neu befasst. Und habe sie viel, viel besser, glaube ich, und tiefer begriffen als damals. Auf einmal wurden mir die Motive klar, warum habe ich das geschrieben, was habe ich damit gemeint. Und bin dann ins Studio gegangen mit wirklich unglaublich guten amerikanischen Musikern, mit denen ich zum Teil seit Jahren zusammenspiele. Und mit einem, mit dem ich
immer was machen wollte, ist Larry Campbell. Der ist auch Grammy-Producer schon gewesen. Viele. Das ist doch der, der auch mit Bob Dylan gearbeitet hat. 11 Jahre mit Bob Dylan gespielt hat und ihn dann nicht mehr ertragen konnte, um ehrlich zu sein. Und wir wollten immer was zusammen. Ich sag, Larry, aber im Film sagst du was anderes. Da sagst du zum Beispiel über einen Song, der dir nicht so toll vorkam, den du jetzt. Ja, Margarete hielt ich für musikalisch für schwach. Und die erste Session passierte, die haben wir eigentlich nur gemacht, um auszuprobieren. Du suchst einen Sound und du suchst einen Weg, sowas zu machen. Und ich wollte das ganz im Gegensatz, wie es heute gemacht wird, mit Demos und sich abzusichern. Und die Musiker kriegen schon vorher, wie es sein soll. Ich wollte das mit einer kleinen Gruppe von Musikern im Studio entwickeln, auch an einem Ort, wo alle verhältnismäßig isoliert sind und sich auf das konzentrieren, was man macht. Und die erste Session war dazu da, wie finden wir einen Weg. Ich bin dann nach Hause gefahren, wusste noch überhaupt nicht, wo es hingeht. Und beim Anhören dieser Sachen war mir auf einmal klar, es muss so und so sein. So und so muss das arrangiert werden. Und das Erste, was Larry und ich abgesprochen hatten, war totale Ehrlichkeit. Wir werden nachher auch gleich nochmal einen Ausschnitt hören, wie das heute anmutet. Aber was interessant war, diese Songs sind offenbar auch ins kollektive Gedächtnis vieler Menschen eingedrungen. Was mir gar nicht klar war. Aber und einige Zeilen sind offenbar auch geblieben. Und dann ist was Merkwürdiges passiert. Wir haben deinen Besuch hier angekündigt, die auch gesagt, um welches Album es geht, an dem du jetzt experimentiert hast. Und es haben sich relativ viele Zuschauer gemeldet und Zuschauerinnen, die gesagt haben, es gibt einen Song von Marius Müller-Westernhagen auf dem Album damals, was du jetzt neu wieder eingespielt hast, das hat uns ein Leben lang zu schaffen gemacht. Du ahnst wahrscheinlich, welches es sich handelt. Dicke. Mhm. Und darf ich dir einfach zwei, drei Sachen vorlesen? Ja, das ist wirklich interessant. Mir hat er mit diesem Lied das Leben schwerer gemacht. Der Song gehört zu den vielen Dingen, die heute so nicht mehr möglich oder erfolgreich wären. Mhm. Also die das als Fortschritt sehen. Ja, ja, es war auch schon für damals ein sehr fieses Lied. Das haben viele dickere Kinder von Mitschülern dann abbekommen. Mhm. Was sagst du, wenn du das hörst? Sind Leute, die sich so viele Jahre danach noch dran erinnern und sich beklagen? Ich habe das Lied geschrieben aus folgendem Grund. Ich hatte in meiner Band einen Bassisten, der sehr dick war. Mhm. Ich hatte viele Freunde, die beleibt waren und um die ich mir Sorgen gemacht habe. Nicht aufgrund dessen, dass sie dick waren, sondern weil es einfach schlecht für ihre Gesundheit war. Und habe halt immer gehört, was so hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Es geht genau wie mit Frauen. Männer denken immer, ich kann einen dicken Bauch haben, ich kann stinken, alles in Ordnung. Und über Frauen reden sie, gucken mal, was die für einen dicken Arsch hat oder was für dicke Beine. Es ging im Grunde genommen darum, auszusprechen, was für Gemeinheiten Leute hinter vorgehaltener Hand sagen. Und ich versuchte halt, ich habe das immer Eulenspiegel-Effekt genannt, das aufzuschreiben und das den Leuten ins Gesicht zu halten. Es gab sehr, sehr viele Dicke, die diesen Song auch als Befreiung gesehen haben. Wir haben immer in Konzerten gehabt, dass Leute, die sehr beleibt waren, auf die Bühne kamen und das wie eine Hymne gesungen haben und getanzt haben dazu. Aber das, was ich gerade vorgelesen habe, das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört. Nein, natürlich nicht. Es ist aber grundsätzlich schwer, das, was du mir bestätigst und du mir auch, dass man es mit Ironie und mit Satire in Deutschland sehr, sehr schwer hat. Weil Leute grundsätzlich immer alles eins zu eins nehmen. Also ich kann zum Beispiel in einem Song schreiben, ich bin doof, dann wird jeder die nächsten 10 Jahre schreiben, der ist doof. Hast du trotzdem für das Album, jetzt für die Aufnahmen, Texte geändert? Nein. Weil Margarete ist ja auch so ein, das ist ja so ein Zuhälter-Song eigentlich. Ja, ne? Der, aber ich glaube, redet ich habe ja auch jetzt, sehr dumm daher. Die Interpretation ist ja so wichtig. Was ich gemerkt habe bei diesem Album, dass du einem Song einen vollkommen anderen Twist geben kannst, wenn du ihn anders interpretierst, wenn du eine andere Tonhöhe wählst, wenn du ein anderes Tempo wählst. Und Margarete war für mich von vornherein immer das Opfer. Weil der ist der Typ, der lebt auf Kosten der Frau. Dieser Frau. Das ist interessant, auch dieser Song. Die Margarete gibt mir die Knete. Ja, genau. Ja. Sonst rate ich dir Bete. Es ist schon, er droht. Ja. Es ist schon interessant, wie durch Verlangsamung, durch andere Betonung auch eine andere Bedeutung reinkommt. Total. Aber du würdest auch
wirklich ehrlich sagen, das war damals schon Satire und nie als etwas anderes gemeint. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ist das Gleiche. Wir haben jahrelang uns darauf eingelassen und das ziehe ich mir auch voll an. So ein Song wie Johnny Walker, der tieftrauriger Song ist und von einer Alkoholabhängigkeit abhängt. Weil in meinem Vater, das hat mich schon sehr geprägt und, glaube ich, mich auch davor bewahrt, irgendwann in Exzesse abzurutschen, weil ich das bei ihm gesehen habe. Das ist ein todtrauriger Song und es wurde so ein Mitgröhl-Song. Und irgendwann hat es angefangen, mich sehr, sehr zu stören. Wir haben ihn dann in den letzten Jahren immer schon anders gespielt. Aber ich glaube, auf diesem Album haben wir es auch geschafft, diesen Song wirklich so darzustellen und zu interpretieren, dass klar ist, was das ist. Wollen wir uns noch einen Ausschnitt anschauen? Gerne. Das ist der Song mit 18, auch ein berühmt. Also Martin wird es kennen und wie sich das heute anhört. Okay. Was sagt der? Was sagt der eingefleischte Fan von Marius Müller-Westernhagen? Wie kommt es Ihnen vor? Ich finde es saumutig, weil er ja das Risiko eingeht, dass jemand sagt, ich fand die alten Sachen irgendwie geiler. Und das ist typisch Marius eigentlich. Aber damit lebst du doch immer. Total. Und ich finde das konsequent. Und ich finde auch zu sagen, ja, ich hätte jetzt auch das 35. Best-of machen können, auf Tour gehen können und tralala. Ich meine, das ist ja eine musikalische Entscheidung, die er trifft. Ich meine, wir müssen ja so keine Spendenaktion für ihn machen. Er muss ja jetzt nicht drüber nachdenken, ob er Tickets verkauft. Ne? Also das heißt, er hat ja, und das finde ich toll, wenn du in einen Zustand kommst. Und ich glaube, dass jemand wie er oder viele Menschen, die Künstler sind, dass du in einem Zustand bist, wo du sagst, ich mache das erstmal für mich und ich habe da Bock drauf. Und wenn den Leuten es dann gefällt, ist es natürlich umso schöner. Keiner will ja alleine im Keller sein mit seiner Kunst. Und das war eigentlich immer meine Einstellung. Ich mache das erstmal für mich. Und ja. Das Erstaunlichste, was du vorher sagst, finde ich interessant, weil ich immer erzählt habe, Performing Artists, das sind auch Medien. Und wenn du sagst, wenn ich auf die Bühne komme, dass da einfach irgendwas passiert, mir ist das auch nicht klar. Ich denke immer hinterher, ich gucke mich an, da stehe ich da vor vielen Leuten und denke immer, bist du bekloppt? Es ist einfach das, was passiert. Und ein berühmter Schauspiellehrer hat mal gesagt, don't make it happen, let it happen. Lass es passieren. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn ich auf eine Bühne rauskomme und da ist Publikum und die bringen ihre Energie und die projizieren alles auf dich, was ja auch manchmal nicht so einfach zu ertragen ist, weil du musst es ja halt reflektieren. Aber hast du das immer gekonnt? Weil Johann König, ein Comedian, hat gesagt, wenn ich von der Bühne runterkomme, ich fühle mich benutzt vom Publikum und meint damit, dass es ihm auch viel Energie raubt, nicht nur Energie gibt. Ne? Und du kommst damit auch gar nicht klar. Ich habe während der Stadientourneen habe ich im Hotel regelrechte Heulanfälle gehabt. Mhm. Und ich war gar nicht unglücklich. Nur das alles, was du da tragen musstest. Auch um Spannung. So eine Spannung aufbaut, dass du das loslassen wirst. Und das ist mal, wenn die Leute erzählen, wie schaffst du eine Verbindung zum Publikum, dann erzähle ich denen immer, ich bleibe einfach bei mir. Ich bin ehrlich, ich mache keine Show. Das ist ja auch ein Problem heute. Weißt du, das ist ja, du musst dahin gehen, wo es weh tut, sonst kriegst du keine Verbindung. Was Marius aus dem Augenwinkel nicht sehen kann, weil er sich eben höflicherweise zu Herrn Rütter gedreht hat, ihn hört Franz Müntefering ganz gebannt zu. Und ich glaube, Millionen von Zuschauern fragen sich jetzt, was für Musik hören Sie eigentlich? Ja, dann singe ich jetzt mal live. Ja? Ja. Was? Da kommen wir gleich. Der aus dem Publikum, das kann der Fernsehzuschauer und die Fernsehzuschauer nicht hören. Jetzt sing mal live, das macht er sehr ungern, weil er sagt, das ist seine Kunst und er muss das vorbereiten. Aber meine Frage war, was hören Sie von der Musik? Können Sie seine Musik was damit anfangen? Ich weiß, ich habe das gehört, aber das war nie mein Metier. Kann man musikfrei durchs Leben gehen? Na, musikfrei will ich nicht sagen, aber das ist nicht so etwas, was mich besonders angesprochen hat. Ich habe viel um Malerei gekümmert und bin gerne ins Theater gegangen und so, aber Musik habe ich seltener gehört und ich glaube, da sind die Menschen unterschiedlich. Ich glaube allerdings, dass, ich habe gerade ganz interessiert zugehört, dass das Phänomen, was du beschreibst, dass das etwas ist, was es vergleichbar auch in anderen Gesellschaftsbereichen gibt.
Ich verweise mal ausdrücklich auch auf die Politik. Absolut, ja. Die Frage so, wie sprichst du eigentlich Menschen an und wieso reagieren die eigentlich darauf? Und manchmal weißt du hinterher auch nicht so genau, wieso ist das eigentlich gelaufen. Es gab eine interessante Sache, die Bayreuth war das oder Bamberg, ich weiß nicht, Uni, die haben mich mal angefragt vor ein paar Jahren, ich soll mal was sagen, die Schauspiel und Politik, wie sich das zueinander verhält oder Kunst, wie sich das zueinander verhält. Und ich wusste nicht genau was, da habe ich gesagt, na gut, also ich versuche das mal. Und im Grunde habe ich da gesagt, alle Menschen sind Schauspieler, Sänger auch, Politiker auch. Politiker sind Menschen, also sind sie auch Schauspieler. Und da steckt ein Stück Wahrheit drin. Wir sind alle mit dem, was wir abgeben, was wir transportieren an die Menschen, immer darauf ausgerichtet, die sollen verstehen, was ich denen sage. Und so rede ich auch und so singst du auch und so malt der auch und so. Das ist alles nicht so unterschiedlich. Ich glaube, der Unterschied ist, was ich gerade meinte mit, du musst dahin gehen, wo es weh tut. Mich unterscheidet zum Beispiel ein Schauspieler, der okay ist, von einem Schauspieler, der großartig ist, ist der, der jederzeit bereit ist und auch fähig ist, das, was er spielt oder sagt, tief zu empfinden. Also bereit ist, seine wirklichen Gefühle zu nehmen, anzufassen und gebrauchen zu können. Weil auch wenn du auf der Bühne jeden Abend das Gleiche erzählst, wird es nur authentisch sein und überzeugend sein, wenn es wahrhaftig ist. Josephine das heißt, wenn du es wieder empfindest, immer wieder empfindest. Und das ist auch das, was es anstrengend macht. Wenn ich heute manche Leute sehe, da gehst du raus, du nimmst nichts mit. Und die gehen auch von der Bühne und sind eigentlich nicht angestrengt. Mhm. Wenn du es wirklich empfunden hast, bist du nach 2,5 Stunden fix und fertig. Ja. Also ich sage nochmal, ich will jetzt den Künstlern gar nichts wegnehmen. Ich weiß nicht. Das ist bei allen Bereichen so. Dasselbe Problem. Dasselbe Problem in der Politik auch. Absolut, ja. Wie man sich, und ich kann auch die Reden normal, die ich vor 20 Jahren gehalten habe, je nachdem, wie ich sie betone, kommt da was anderes warum. Das ist klar. Und das ist auch bei jedem Auftritt ist das so, die Menschen, du hast eine bestimmte Vorstellung davon, was du den Menschen vermitteln willst und wie du die ansprichst und je nachdem, wie du das machst, kommt das so oder so an. Das ist ihr duzt, ich glaube, das muss man erklären, warum ihr euch duzt. Ich glaube, das liegt daran, dass eine Zeit lang Marius Müller-Westernhagen durchaus große Sympathien für die SPD hegte. Oder hält das noch an? War nicht böse gemeint. Ich war nie jemand, der Parteien gefolgt ist, aber ich war immer jemand, der gern bereit war, Menschen zu unterstützen, wo ich eine Vision gesehen habe, die einfach diese Gesellschaft verbessert, die das Leben der Menschen besser macht. Du warst Schröder-Fan. Ja, durchaus. Und ich finde auch nach wie vor, dass er ein großartiger Kanzler war, bei allen Fehlern, die er auch gemacht hat. Aber er hat auch ganz entscheidende Dinge gemacht. Er hat nämlich vielleicht sogar als erster Kanzler ohne Rücksicht auf seine Chancen bei der nächsten Wahl eine unpopuläre Entscheidung getroffen. Das ist ganz entscheidend in der Politik. Das sieht man heute überall. Leute, die kommen in hohe Ämter und richten ihre Politik schon danach aus, dass sie wiedergewählt werden. Und ich finde, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, nicht nur in der Politik, da gibt es auch wieder eine Verwandtschaft zu künstlerischer Arbeit, halt nicht zu kalkulieren, sondern das zu tun, wovon man überzeugt ist und von dem man überzeugt ist. Und da bin ich auch deiner Meinung, dass es dann wichtig ist, die Menschen mit reinzunehmen, gerade in der Politik. Wenn man sie nach der Wiedervereinigung nicht so belogen hätte, wäre es heute einfacher. Und sie hätten es auch akzeptiert. Wenn Herr Kohl gesagt hätte, was er wusste, wir werden jetzt viele Jahre durch etwas gehen, wo jeder was geben muss, jeder bereit sein muss, Opfer zu bringen, damit wir wiedervereinigt werden. Das hätten sie genauso angenommen wie die blühenden Landschaften, die Blödsinn waren und die er auch selbst nicht geglaubt hat. Leider neigt sich unsere Sendezeit zum Ende. Ich wollte aber noch was erzählen aus dem Film. Da kommen ja auch sehr prominente Menschen zu Worte, außer dir natürlich. Du kommst ja nicht nur zu Worte, sondern du singst. Unter anderem Iris Berben. Und die dich schon sehr lange kennt. Und an einer Stelle den schönen Satz sagt, sie bringen mich jetzt nicht dazu, sie verführen mich nicht dazu zu sagen, früher war alles besser, aber es war schöner. Würdest du diesem Satz zustimmen? Nein. Heute ist es schöner? Na, ich würde sagen, anders. Also es gibt, es ist natürlich eine Generation herangewachsen, die für mich war natürlich der Rock'n'Roll, hatte
auch eine gesellschaftliche Funktion zu der Zeit, als ich angefangen habe, sogar eine politische. Und Musiker waren zu der Zeit Menschen, die artikulieren konnten, was andere Menschen empfanden, aber nicht für sich artikulieren konnten. Ja. Man wurde sozialisiert durch Bob Dylan, durch die Stones oder sonst was. Das ist weggefallen. Heute sind Popstars Sportler, weil sie wesentlich mehr verdienen, besser aussehen. Und das fällt halt heute weg. Und deshalb muss man sich besonders bemühen, entschuldige, wenn ich das sage, Rock'n'Roll hatte, die Tür war offen, eine Kunstform zu werden, so wie es der Jazz heute ist. Und diese Chance ist verpasst worden. Und ich würde gerne und bin wirklich im Bestreben, wir haben noch eine Chance zu sagen, dass es ein wirklich beeindruckendes Album ist, wenn du mich das sagen lässt. Ich glaube, das ist in diesem Fall noch glaubwürdiger, als wenn du es sagen würdest. Ich war skeptisch, ich fand es sehr überzeugend, was du da dargeboten hast. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Auftritt. Vielen Dank euch allen.